Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch ein komplettes Tutorial, wie ihr das Main Easter Egg im Ausbruchmodus abschließen könnt. Ich würde euch empfehlen, nehmt eine Fernkampfwaffe mit, denn am Ende beim Bossfight werdet ihr auf Distanz kämpfen müssen und da ist eine Fernwaffe am praktischsten. Und ihr könnt auch natürlich eine Gallo nehmen oder eine Hauer, die sind auch natürlich sehr, sehr stark. Der erste Schritt, Leute, ist, dass ihr bis Runde 3 spielt. Also ihr müsst in Welle 3 sein, um mit dem Easter Egg anfangen zu können. Und wenn ihr dann in Welle 3 seid, dann müsst ihr ein Radio finden. Ich zeige euch jetzt die Locations von den Radios auf jeder Map, Leute. Und wir fangen mit Alpin an. Hierfür habe ich euch eine kleine Karte vorbereitet. Und zwar ist das gelbe das Hauptsignal, wo ihr hin müsst. Da geht ihr einfach hin und aktiviert das Signal. Und wenn dann dort Rückkopplung steht, Leute, dann läutet ein Alarm und es spawnen eine Menge Zombies, die ihr nun töten müsst. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr bei den Untertiteln, dass dort steht ein aktives Rauschen und eine Zahl. Ihr müsst jetzt nämlich drei Signalverstärker auf die gleiche Frequenz stellen. Bei mir ist es ja aktives Störgeräusch 7 und ihr geht einfach dann zu den Signalverstärkern und interagiert damit und stellt es auf 7. Beim Verstellen der Signalverstärker kann es auch vorkommen, dass ihr dann dort Rückkopplung stehen habt und der Alarm läutet. Dann müsst ihr einfach wieder die ganzen Zombies, die spawnen, töten. Und wenn der Alarm dann aufhört zu läuten, könnt ihr den Signalverstärker weiter verstellen. Wenn ihr dann alle drei Signalverstärker gemacht habt, geht wieder zum Hauptsignal, interagiert damit und ihr kriegt ein Signalabhörgerät und es droppt ein bisschen Essenz. Ich zeige euch jetzt noch die anderen Locations, Leute, von den anderen Maps. Wenn ihr das Signalabhörgerät dann habt, dann beendet die Hauptmission in dieser Runde, geht zur Anomalie und dann müsst ihr zur Signalstation, Leute. Ganz wichtig ist, ihr müsst auf dieses Telefonsymbol klicken und Maxis anrufen und erst dann warbt ihr euch in die nächste Runde, Leute. Wenn ihr euch in die nächste Runde warbt, ohne vorher anzurufen, dann könnt ihr das Easter Egg nicht weitermachen und müsst noch einmal neu starten. Als nächstes müsst ihr Affen finden, Leute. Auf jeder Map gibt es 4 steinerne Affen und einer davon droppt euch eine Filmrolle, die ihr in einen Projektor einfügen müsst.
Diesen Projektor gibt es auch auf jeder Map bis auf Ruka und ich zeige euch jetzt erstmal die Locations. Wenn ihr die Filmrolle nun habt, gebt sie in den Projektor ein und danach beendet die Hauptmission der Runde. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht zu Anomalie Leute und wenn ihr euch dann in die neue Runde teleportiert, dann landet ihr automatisch bei der Map Ruka, wo auch der Bossfight stattfinden wird. Wenn ihr dann auf Ruka seid Leute, dann habt ihr diese Markierung, die euch eigentlich normalerweise die Hauptmission zeigt, jedoch zeigt diese Markierung euch einen Aufzug, die euch nach unten bringt. Und wenn ihr einmal unten seid, Leute, könnt ihr erstmal nicht wieder hoch. Also bevor ihr runtergeht, puncht eure Waffen, verbessert euch, kauft euch Perks und was auch immer. Dieser Untergrund, Leute, ist in drei Bereiche aufgeteilt. A, B und D.
Jeder von diesen Bereichen ist auf mehrere Stockwerke verteilt, also ihr könnt einmal ganz nach oben und ganz nach unten. Und wenn man den Bereich wechseln will, zum Beispiel von A nach B, dann muss man durch einen Hauptraum gehen. Und ich zeige euch das jetzt genau, damit ihr euch das auch merken könnt. Als allererstes, wenn ihr aus dem Aufzug rauskommt, Leute, geht hier raus nach links entlang. Und dort werdet ihr auch direkt einen Seil haben, womit ihr euch hochziehen könnt. Zieht euch am besten hoch, denn wir sind jetzt in D ganz unten und wir müssen nach D ganz oben. Der Hauptraum wird hier von außen mit so einem roten Stern markiert, Leute. Wenn ihr den seht, dann wisst ihr, das ist der Hauptraum. Und wie ihr seht, haben wir hier einen grünen Monitor. Und links vom grünen Monitor, wenn ihr da langläuft, seid ihr im A-Bereich. Und wenn ihr rechts langläuft, seid ihr im B-Bereich. Und wenn ihr wieder nach D wollt, dann ist es der Gang neben dieser blauen Tür hier. Als nächstes müssen wir Ravenov finden, Leute. Und hierfür müssen wir in den A-Bereich gehen. Dann geht in A ganz nach unten. Übrigens seht ihr, in welchem Bereich ihr seid, weil das an den Pfeilern steht, Leute, hier. Seht ihr A. Wenn ihr dann ganz unten bei A seid, dann lauft hier hin zu diesen Computern, beziehungsweise zu diesem Terminal hier links. Und dort könnt ihr damit interagieren. Wenn ihr das tut, dann kommt eine kleine Cutscene. Die könnt ihr euch anschauen, müsst ihr euch sogar anschauen, könnt ihr leider nicht überspringen. Als nächstes müssen wir drei Schlüssel finden, Leute, und ich werde euch jetzt zeigen, wie man jeden einzelnen Schlüssel bekommt. Um Schlüssel Nummer 1 zu bekommen, müsst ihr zurück in den Hauptraum, Leute. Wie gesagt, ist der Hauptraum oben mit so einem roten Stern markiert, geht hier durch und dann werden hier eine Menge Mimics spawnen, die ihr töten müsst. Ich würde euch hierfür empfehlen, holt euch den Todbringer vielleicht, weil der macht auch gut Damage. Bleibt auf Distanz und schießt dann. Wenn ihr dann alle Mimics getötet habt, dann geht hier links in den Raum, dort wo die Tür zu ist. Dort liegt ein Zombie. Nimmt den Schlüssel und es spawnt so ein großer Mimic. Dieser hat viel mehr Leben als der vorige. Und wenn ihr den tötet, bekommt ihr dann den allerersten Schlüssel. Kommen wir nun zum zweiten Schlüssel. Für den zweiten Schlüssel müsst ihr in den B-Bereich gehen. Und zwar ganz nach unten. Springt einfach von oben runter, Leute, und wenn ihr dann hier seid, dann lauft so am Rand entlang, denn ihr müsst jetzt so einen roten Kanister finden. Hier, wenn ihr den Kanister habt, dann klickt einmal drauf. Jetzt müsst ihr den Kanister aufladen, indem ihr die Kristalle im B-Bereich abschießt, und wenn ihr die abschießt, dann droppen die nochmal so kleine Kristalle und ihr braucht 20 Stück davon, Leute. Wenn ihr dann nun alle Kristalle eingesammelt habt, dann müsst ihr euch wieder zurück zum Kanister begeben und die Kristalle einsetzen. Dies macht ihr, indem ihr euch vor den Kanister stellt und die Interagieren-Taste gedrückt hält, Leute. Wie ihr seht, lädt sich das dann so langsam auf. Und wenn ihr alle Kristalle reingepackt habt, dann braucht es noch ein paar Sekunden, bis der Ether-Kanister dann rauskommt. Dieses habt ihr jetzt als Feldausrüstung unten rechts. Und jetzt müsst ihr euch in den D-Bereich begeben, ganz nach oben. Hierfür würde ich euch nicht empfehlen, die Treppe zu nehmen, sondern nehmt immer das Seil, weil an der Treppe kommen euch 1000 Zombies entgegen und ihr werdet sterben. Geht nun wieder in den Hauptraum, Leute. Dort nehmt ihr den Gang neben dieser blauen Tür Richtung D. Und wenn ihr dann bei D seid, dann springt runter. Ihr werdet sehen, Leute, wenn ihr so ein bisschen langläuft, da wird so eine riesengroße Qualle sein. Und jetzt müsst ihr auf die Treppe gehen, so wie ich es tue, in die Höhe der Qualle. Und wenn ihr dann in der Höhe der Qualle seid, müsst ihr euren Ether-Kanister aktivieren. So, aktiviert dann euren Ether-Kanister, Leute, und die Qualle wird euch zu sich ranziehen. Passt auf, denn in diesem Bereich hier, wenn ihr in der Luft schwebt, dann wird ein Zombie sein, der einen Schlüssel in der Hand hält. Und diesen Schlüssel müsst ihr dann auffilmen und ihr habt Schlüssel Nummer 2. Kommen wir nun zu Schlüssel Nummer 3. Für Schlüssel Nummer 3 müsst ihr in den A-Bereich, das war im Hauptraum links neben dem grünen Monitor, springt hier komplett runter, Leute, und hier wird so ein Gang sein, wo so rotes Licht rauskommt, so ein, quasi so ein kleiner Tunnel, und hier geht ihr rein, denn ganz hinten in der Ecke links ist so eine Essenzfalle, wie wir sie auch bei Firebase Z schon hatten. Jetzt müsst ihr Ausschau nach einem Affen halten, Leute. Diesen Affen hört ihr, wenn ihr in der Nähe seid, und schaut nach oben auf diese Lüftungsschächte, denn dort, wenn das hier so blau leuchtet wie bei mir, ist das ein Affe. Werft nun eure Essenzfalle in die Nähe des Affen, den ihr gespottet habt, und rennt weg. Jetzt müsst ihr auf die Untertitel achten, und sobald dort steht, dass das Ziel in Reichweite ist, aktiviert ihr die Essenzfalle. Dies macht ihr übrigens genauso wie das C4, und somit fängt ihr den Affen ein. Wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, dann geht und hebt die Falle wieder auf, denn jetzt müssen wir eine Sequenz starten, indem wir drei Computer
in der richtigen Reihenfolge starten, Leute. Die Reihenfolge ist immer random und die Computer gibt es im A-, B- und D-Bereich in der obersten Etage. Ich zeige euch mal, wie dieser Computer aussieht. Das ist dieser Computer, den ich meine, Leute. Der befindet sich immer auf der obersten Etage. Und sobald ihr den aktiviert, habt ihr 45 Sekunden Zeit, Leute, um den nächsten zu aktivieren. Und wenn das der falsche Computer war, dann steht da, dass die Sequenz fehlgeschlagen ist, so wie bei mir jetzt. Fehlerhafte Schlüsselbestätigung. Wenn dies der Fall ist, habt ihr einen kleinen Cooldown, bis ihr wieder einen Computer bestätigen könnt. Wenn ihr aber den richtigen PC erwischt habt, dann wird dort unten stehen, dass die Startsequenz eingeleitet wird. Und nun habt ihr 45 Sekunden Zeit, um mit den restlichen zwei PCs zu interagieren. Falls ihr das innerhalb der 45 Sekunden nicht schaffen solltet, dann spawnen eine Menge Zombies und ihr könnt nach einem Cooldown es noch einmal versuchen. So, wenn ihr dann alle drei Computer in der richtigen Reihenfolge aktiviert habt, dann müsst ihr wieder in den Hauptraum. Und dort ist nämlich ein Gang mit einer Treppe, die nach oben führt. Ihr müsst jetzt mit euren Mates dann nach oben an die Treppe gehen und könnt dann an dieser Tür interagieren. Wenn ihr das dann macht, dann öffnet sich die Tür und ihr seid im Bossfight. Ihr habt nun etwas über 8 Minuten Zeit, um den Boss zu besiegen und ich werde euch erklären, wie ihr dem Boss schaden könnt. Und zwar müsst ihr den Boss auf seine Brust schießen, ihr werdet dann auch sehen, dass er so Rüstungsschaden dann bekommt. Und ihr müsst ihm dann so viel Schaden hinzufügen, Leute, bis er dann zusammenbricht. Und dann seht ihr nämlich so drei Kugeln, die spawnen und auf diese Kugel müsst ihr schießen, Leute. Denn das gibt dem Boss Damage. Wenn ihr dann eine Kugel kaputt gemacht habt, geht ein Drittel seines Lebens weg und das müsst ihr halt die ganze Zeit jetzt wiederholen. Also Leute, auf seine Brust schießen, bis er zusammenbricht, warten bis die Kugeln kommen und dann auf die Kugeln schießen, Leute, bis die Kugeln kaputt gehen. Das sind insgesamt drei Kugeln und wenn ihr alle drei Kugeln abschießt, ist das Easter Egg beendet und ihr seht eine Cutscene und bekommt die Visitenkarte. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao.